Hi Leute, willkommen zu diesem neuen Video, in dem ich euch heute ganz kurz zeige, wie man Greenscreens macht, beziehungsweise Greenscreen-Effekte. In dem Fall ist es bei mir, habe ich einfach einen ganz kurzen Video genommen, denn die Wände hier sind orange und da hat sich orange natürlich ganz gut angeboten. Ich habe noch keinen Greenscreen, den müsste ich mir vielleicht mal kaufen. Ja, das kommt natürlich auch immer auf die Ausleuchtung an, es muss alles gleichmäßig ausgeleuchtet sein, damit der Grünton in dem Fall, oder halt in meinem Fall Orangeton, natürlich auch gleich ist. Und es gibt kleine Probleme, aber das werdet ihr gleich selber sehen. In dem Fall füge ich jetzt einfach mal dieses komische kleine Video hier ein. Genau, ziehen es einfach runter auf eine tolle Videospur. Am besten mache ich mir das hier oben mal etwas kleiner. Genau, dann füge ich mir noch eine zweite Videospur ein. Und tue mein gewünschtes Bild, in dem Fall einfach mal ein Minecraft-Bild hier einfügen. Ist gerade, wenn ich so überlege, etwas unpraktisch, da das Hochkant ist. Ich brauche ein Hochkantbild. Ha! Wartet mal, das haben wir gleich. So, ich sollte jetzt eigentlich ein passendes Bild haben. Klappt das? Das sollte ganz gut klappen, so wie ich das sehe. Gut, fügen wir es am besten ein und ich hoffe, ich mache jetzt keine Fehler, denn manchmal vergisst man das echt. Und manchmal sogar ziemlich oft. Okay, wir fügen auf jeden Fall ein Dings ein, einen Effekt. Gehen hier auf Monitor rüber und dann war es Chroma Key Simple. Nehmt ihr einfach mal und in dem Fall brauchen wir kein Grün. Ich überlege gerade, welche Spur müsste oben sein? Oh, das ist jetzt vielleicht echt etwas problematisch. Ja, die muss hoch. Ich habe sie vertauscht, na toll. Gut, das beheben wir ganz fix. So. Zumindest versuche ich das. Okay, ich erweitere mir einfach mal das Feld hier nach unten. Okay. Ja gut, wir haben es. Das da hoch und das kann hier unten bleiben. Genau, und hier fügen wir jetzt nochmal den Effekt hinzu. Da, Chroma Key Simple und nehmen uns mal einfach... Lassen wir das Video vielleicht auf ein etwas... Da, etwas einfacher. Scheiß Fratze, aber egal. Nehmen einfach mal... Genau. Upon, nein, kein Grau. Nehmen uns mit diesem Tool hier einfach die Hintergrundfarbe. Ja, ne. Orange bitte. Ah, das ist ein falscher Farbton. Er sieht zumindest ansatzweise, dass es etwas klappt. Okay, wir versuchen es wieder mal manuell. Wir versuchen mal wieder mal Orangeton. Klappt das besser? Nein. Aber Shortcut ruckelt etwas. Das hätte eigentlich zu erwarten sein müssen. Okay. Da müsst ihr etwas rumprobieren, um einen einigermaßen okayen Farbton zu finden. Ja, das sieht schon besser aus. Sieht schon besser aus. Gehen wir nochmal ein bisschen ins Dunklere. Ja, gut. Auf jeden Fall sieht es schon mal besser aus. Man hat hier teils zumindest schon mal den Minecraft-Hintergrund. Der Rest ist leider falsche Farbe. Man könnte jetzt nochmal versuchen, einen zweiten anzufügen, aber nein, stimmt, geht ja nicht. Entschuldigung. Geht ja nur einer. Ist leider etwas, naja, schon etwas blöd. Aber da kann man jetzt nicht mehr großartig viel machen. Da müsst ihr ordentlich ausleuchten. Aber ihr seht im Prinzip zumindest, ihr seht im Prinzip, wie man einen Greenscreen macht. Ganz einfach das Video an, also das untere drunter natürlich, was dahinter liegt, die zweite Spur, muss das Bild sein, was ihr im Hintergrund haben wollt. Vorne müsst ihr sein. Dann muss der Hintergrund ordentlich gleichmäßig ausgeleuchtet sein. Und dann wählt ihr im einfachsten Fall, dass er gleich dann mit diesem Tool einfach die Hintergrundfarbe aus. Und dann wird der Hintergrund ersetzt. So ungefähr. Und dann sieht der Hintergrund, ja, jetzt ist es wieder vorbei. Daher, ja, egal, ihr versteht mich. Chrome, ganz einfach nochmal einfügen. Monitor hier. Chroma Key Simple. Und dann einfach die Farbe auswählen. Schon habt ihr im Hintergrund, zum Beispiel in meinem Fall Minecraft. Sollte soweit klar gehen, Leute. Ich denke, ihr habt es verstanden. Das ist ein ganz einfaches Tutorial, wie man einen Greenscreen mit Shortcut macht. Ich hoffe, ihr habt es verstanden, auch wenn mein Beispiel leider nicht ganz so optimal ist. Das sollte bei euch hoffentlich optimaler sein. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Links oben sind jetzt weitere Tutorials, beziehungsweise die ganze Playlist, auch zum Videos schneiden, zum Thumbnails machen, zum Minecraft-Thumbnails machen. Zum, was weiß ich, YouTube-Videos machen, ganz einfach, gibt's noch. Ansonsten OBS-Einstellungen,
Movie Maker schneiden. Hatte ich glaube schon. Also mehrere Tutorials. Guckt einfach mal rein. Rechts unten ist ein für euch zugeschnittenes Video. Und in der Mitte könnt ihr abonnieren, damit ihr keine Tutorials oder andere Videos mehr verpasst. Da würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Leute. Und tschüss.